5. November 2038. 22 Uhr 58. So. Downtown 53er Bus. Nehmen wir. Oh, nein. Okay. Endstation. Endstation? Ja, ihr müsst aussteigen. Wach auf. Na komm schon, Kleine. Wir müssen gehen. Bus verlassen. Da kann ich sie doch nicht mehr als Maschine betrachten. Aber Blackie, warum denn nicht? Warum nicht? Wenn sie so programmiert ist, das ist das, was ich... Moment. Lass mich kurz das spießen. Ist alles okay? Wir finden schon einen Schlafplatz. Auf jeden Fall. Das hat das Ding. Beispielsweise gibt es ja viele Menschen, die für einen Fernseher oder nicht Fernseher, für ein Auto emotionale Bindungen entwickeln, ne? Komm, Alice, wir müssen uns beeilen. Für Auto, weil man hat viel damit darin erlebt hat. Viele Freunde darin herumgefahren sind und so weiter und so fort, ne? Trotzdem ist es ein Blechhaufen, bös gesagt. Und nicht mehr. Es ist ein emotionaler Gegenstand, an den wir Emotionen knüpfen. Das Fahrzeug selber ist aber emotionslos. Das heißt, wenn wir das Fahrzeug in die Schrotte geben, zum Verschrotten, dann ist es für uns ein Problem, für das Fahrzeug absolut gar nicht. Hier haben wir aber den Unterschied, dass das Fahrzeug auf einmal findet, weißt du was, ich gehe nicht gerne und lass mich verschrotten. Und dann wird es ein Problem. Für mich. Das andere ist einfach die eigenen Emotionen überwinden. Weil ansonsten würden wir alles, was wir halt irgendwie emotionale Bindung haben, zu Hause behalten. Beispielsweise, wenn ein Elternteil verstirbt oder wenn, sag mal, die Eltern versterben und du die Wohnung oder das Haus oder das Eigentum von den Eltern aufräumen musst, ist ja leider so, dass man das tun muss. Nimmst du alles mit nach Hause und lagerst das ein oder schmeißt du vieles weg und behältst die Stücke, die wertvoll sind und die dir wirklich, wirklich was bedeuten? Emotionale Bindung an Gegenständen. Kann ich nachvollziehen. Aber wenn ein geprogrammierter Android meine Tochter fürsorglich betreut, ist es nicht so, dass ich davon ausgehe, dass der Android selber Emotionen fühlen und erleben kann. Wenn ich das merke, ist das was ganz anderes. Wir brauchen eine Unterkunft. Wissen Sie, wo wir übernachten könnten? Aha. Alles klar. Empathie 0. Weißt du, was ich meine? Versuchen mal. Immer geöffnet. Kein Schlafplatz. Um Hilfe bitten. Sehr unbequem, aber unauffällig. Unbequem, aber sicher. Wie komme ich rein? Bequem, aber auffällig. Ich werde Geld brauchen. Immer geöffnet. Kann nicht
Öffnet erst am Morgen. Motel versuchen, was? Also versuchen, Parkplatz versuchen. Ich denke, wir wählen die sichere Variante hier, oder? Unauffällig sicher. Das wäre doch das Ziel. Wie kommen wir denn hier rein? Rebuild Southwest Detroit. Ah, wir sind gleich soweit, meine Kleine. Ein leerstehendes Haus. Da ist es zumindest trocken. Kara, mir gefällt's hier nicht. Ich weiß. Es ist ja nur für eine Nacht und niemand wird uns hier suchen. Genau. Dann kann hier... Was? Dann kann hier mit einem Drahtschneider zerschnitten werden. Aha. Dann müssen wir uns wohl einen Drahtschneider kaufen. Hier kommt jetzt nichts mehr. Mal sehen, ob wir noch eine weitere Lösung haben. Nicht die erste Lösung gleich nehmen, ne? Weil Private Property. Okay. Was, ich setze dich einfach mal dahin. Alles gut. Was war das? Wir gehen mal hier in den Shop, aber dann brauchen wir ja auch Geld. Beruhige Alice. Alles klar. Ich will nicht irgendwas stehlen noch, weißt du? Das wäre auch scheiße. Na komm. Alice, du bist ja eiskalt. Schon okay, mir ist nicht so kalt. Ihr wirkt verloren. Wir wissen nicht wohin. Ich weiß jemanden, der helfen kann. Mhm. Warum soll ich dem jetzt vertrauen? Das ist auf der anderen Seite der Stadt. Wir brauchen jetzt etwas. Und weg ist er. Komm mit, Alice. Danke für Ihre Reise mit Detroit Buses. Finde eine Drahtschere. Ich gehe doch jetzt bestimmt in dieses Geschäft rein, ne? Dann müssen wir, kommt die Frage, willst du bezahlen oder willst du stehlen, oder? Ich sehe es doch jetzt schon kommen. Da, der Laden ist noch offen. Vielleicht sollten wir reingehen. Zumindest ist es warm da drin. Erstmal schauen, ob wir da irgendwas noch mitnehmen können. Finden wir hier irgendwo eine Drahtschere oder sowas? Aha. Werkzeug für Zaun. Dann nimm das mit. Dann nehmen wir eins mit. Kapier ich nicht ganz, okay. Essen für Alice. Ja, nimm. Wir können das nicht nehmen, ne? Spielzeug für Alice. Okay.
Können wir mit Alice sprechen als erstes? Können wir nicht. Ja, dann versuchen wir es. Was willst du? Ich und ein Mädchen haben keine Unterkunft. Hätten Sie etwas Geld für ein Zimmer für heute Nacht? Scheiße. Ein obdachloser Android? Das ist der Hammer. Also, das ist hier ein Supermarkt und nicht die Heilsarmee, okay? Haut ab, wenn ihr nichts kaufen wollt. Aus Kostsicht. Was? Ich will das nicht. Einstecke! Oh, wir wurden gefilmt, ne? Scheiße. Hey, was zur Hölle machst du da? Leg das sofort zurück! Es tut mir leid. Ja, 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 klar. Verschwindet aus meinem Laden. Komm, Alice. Ist okay, Alice. Wir finden schon noch einen Schlafplatz. Wir hätten vielleicht besser erst die Drahtschere genommen, ne? Aber erstmal das Wichtigste. Ich meine Nahrung. Noch ein Laden, noch eine Möglichkeit. Boah, ich hoffe jetzt einfach. Ein Wäschesalon, okay. Hier ist es warm. Dir geht's gleich besser. Mhm. Könnten wir Kleidung nehmen? Er schläft, ne? Program completed. Ach komm jetzt! Dieses Game, ich sag's euch. Was machst du da? Die gehören nicht uns. Wir brauchen sie, Alice. Du brauchst etwas Warmes und ich muss diese Uniform loswerden. Das ist Diebstahl. Das dürfen wir nicht. Scheiße! Du hast recht. Wir tun es nicht, okay? Warum ist hier ein Kuh? Können wir ihn irgendwie wecken oder so? Ja. Ach so, nein.
müssen wir halt wieder gehen. Ihr wisst schon, dass ich jetzt mit mir selber ringe, ne? Ohne Bienen in die Katastrophe. Yep. Schöne Biene offiziell ausgestorben. Na toll. Ach, ich kann... Ich brauche diese Uniform wegzulegen. Es tut mir leid. Es geht nicht anders. Geht nun mal nicht anders. Scheiße. Jetzt einfach gehen. Es tut mir leid, mein Bestes. Frage ist, können wir jetzt noch mal in den Laden reingehen? Warte mal kurz, Blackie. Ich muss das kurz lesen. Wenn ich auf den Fernseher einschlage und er verändert seine Verhaltensweise auf irgendeine Art, also reagiert er auf meine Schläge, würde ich damit aufhören, einfach weil es sich falsch anfühlen würde. Androiden einschlage, der verändert seine Mimik, dann ist das noch mehr Grund, ist nichts. Blackie, das sehe ich ja komplett anders. Das sehe ich komplett anders. Also, erstens mal einschlagen, wie gesagt. Schlagen ist nie die beste Lösung, ne? Aber wenn es um einen Androiden geht, ändere ich mein Verhalten nicht nur wegen seiner Mimik, weil die könnte ja programmiert sein. Ich ändere mein Verhalten, sobald ich merke, dass die Mimik ausgelöst durch ein emotionales Verhalten seinerseits. Und das, darum geht es ja hier. Die lernen ja Emotionen kennen. Also, sie haben Angst, sie haben Mitleid und so weiter und so fort. Ne? Und das ist was ganz anderes aus meiner Sicht. Ja, genau, genau. Weil Mimik kann auch programmiert sein, ne? Wir schauen nochmal, ob wir da nochmal rein können. Nein, nein, das kann ja programmiert sein. Das muss ja nicht Angst oder Wut sein. Das kann ja einfach so sein, dass das guter Programmierer halt gut programmiert hat, ne? Ja, das Ding ist folgendes. Wenn du deinen Wecker darauf einstellst, dass er um 7 Uhr früh dich weckt und mit Leuten zu Leuten begehen. Dann drückst du die Taste, um den auszuschalten. Wenn der jetzt merkt, dass du zu spät bist und dann nochmal läutet, weißt du? Wenn er das von selber merkt, dann ist es für mich was anderes. Wenn das aber einfach programmiert ist, dann ist es einfach programmiert. Ich meine,
das ist es. Sie sind sich jetzt ihrer selber bewusst. Und das ist was komplett anderes, ne? Und deshalb werden sie halt eben menschlicher. Okay. Im Auto schlafen, Haus besetzen. Wir haben eine Drahtschere. Sehr geil. Drahtschere gefunden. Das heißt, wir können eigentlich ins Haus rübergehen, ne? Sieht verlassen aus. Seht ihr? Die Sache ist die. Jeder normale Mensch würde jetzt ins Haus gehen, ne? Ich mag aber dies. Ich finde das mega romantisch im Auto drin, wenn es regnet. Weißt du? Ich liebe es. Aber die Kleine, ne? Wir haben die Kleine mit dabei. Nein, machen wir nicht. Machen wir nicht. Geh weg. Geh weg. Kommen wir wieder zurück? Wie kommen wir wieder zurück? Will ich nicht. Das geht nicht mal anders, ne? Halte Abstand, Alice. Oh, nur schon dieses Geräusch, Leute. Allein schon dieses Geräusch. Mega nice. Es ist schön trocken und niemand wird uns hier finden. Ich will da drin nicht schlafen. Können wir nicht woanders hin? Wir bleiben lieber hier, Alice. Sicherheit ist das Wichtigste. Right. Und es ist nur für heute. Ja, Blackie, wir reden so ein bisschen aneinander vorbei, glaube ich. Lass mir das kurz klären, sobald ich hier geschlossen habe. So. Also. Es ist folgendermaßen, ne? Hier im Spiel drin ist es völlig klar, dass beispielsweise dein Fernsehen, den wir vorhin als Beispiel genommen haben, ne? Dass dein Fernseher auf einmal Ansätze von Emotionen oder Gefühlen zeigt. Dann ist für mich völlig klar, dass das eine absolut weirde Situation ist, aber wir reagieren anders drauf. Also dann wird sicher nicht darauf, dann wird das Ding nicht mehr geschlagen, das wird nicht mehr, ich würde sogar versuchen, damit zu sprechen. Wenn es aber so ist, dass du einen Androiden hast, der bereits programmiert ist, Mimik zu zeigen, und du halt nicht davon ausgehen kannst oder nicht weißt, ob es jetzt einfach nur programmiert ist oder nicht, dann ist es was anderes. Oh, komm. Mal schön wärmen. Warum hat er mich nie geliebt? Warum war er immer so wütend auf mich? Er hat dich schon geliebt. Ich wollte doch nur wie die anderen Mädchen sein. Vielleicht habe ich was falsch gemacht. Es ist nicht dein Fehler, meine Beste. Und deshalb war er immer so wütend. Ich wollte doch bloß eine Familie. Ich wollte, dass er mich liebt. Der Klassiker, ne? Der Klassiker. Warum waren wir nie glücklich? Ich weiß nicht, Alice. Du verlässt mich doch nicht. Versprich mir, dass du nie gehst. Oh, Scheiße.
jetzt hör mal auf! Für immer. Das war keine gute Idee. Wir müssen ganz bestimmt irgendwann auf der Flucht. Weißt du? Und irgendwann müssen wir sie auch wieder abgeben. Weil ist es schlau, dass ein Android einen Menschen erzieht? Weiß ich nicht. Das war nicht gut.